So, ich habe mal die Ladezeit kurz rausgeschnitten, damit das auch ins Video passt. Und wir machen ein geiles Zimmer, scheinbar. Kann ich irgendwie nachvollziehen. Kann ich sehr gut nachvollziehen, mein Freund. Ja. Tja, was soll's? Puppe ist Puppe. Beziehungsweise Schlüssel ist Schlüssel. Ich habe. Das sehen wir dann beim nächsten Mal. Tschüssi. Tut mir jetzt sehr leid, dass ich gerade gesehen habe, dass der Endkampf. Oder entweder der Endkampf oder irgendwas dazwischen drin leicht vorgespult wurde. Aber naja. Wir haben den Gründerschuss. Und nein, ich bewege die. Ding nicht, das macht er gerade von alleine. Ich erinnere mich, es im Rathaus gesehen zu haben, als ich ein Kind war. Ich weiß nicht mehr, wie. Wo in dem Gebäude? Das sagt uns dann diese nette kleine Patschin eigentlich. Okay. Das hätte ich jetzt wieder noch. Halleluja! Teddy, da geht's gut. Richtig schön. Tja, dann gehen wir mal. Nachdem wir Mord und Totschlag veranstaltet haben in der Hölle? In dem metallenen Albtraum? Ich weiß jetzt nicht, wie ich das nennen soll. Gehen wir einfach mal weiter. Bis zum. Oh, ich spiele noch ein bisschen, aber nicht mal allzu viel. Ich habe jetzt genug Aufnahmen fürs Handy. Oh, guck mal, Blut. Und es wird weg von da. Beziehungsweise es wird eigentlich dahin durchfahren, aber ist ja auch egal. Interessant auch, dass scheinbar unser Haus überwuchert wurde, aber das uns relativ egal ist und wir einfach mal sagen, gehen wir mal dahin und dann gehen wir mal dahin und dann gehen wir mal dahin. Was ist mit unserer Mutter? Hä? Ist wohl scheinbar egal. Finde ich ein bisschen seltsam persönlich, aber gut. Kann ich jetzt nicht viel zu ändern, kann ich nicht viel zu sagen, es ändern, ach egal. Ja komm, mach. Meine Güte. Nächstes gehe ich dazu über diese Dinger rauszuschneiden. Hier war doch eine zugenagelte Tür. Laut Ton, den ich höre, ist hier ein Gegner. Ach, bis dann habe ich die Tür zerhackt. Und bin getürmt. Als ob ich auf Gegner warte, wenn es um eine Tür geht. Scheiße, jetzt steht der sehr wahrscheinlich vor der Tür, wenn ich da wieder raus will. Das hätte ich mir jetzt vorher überlegen sollen. Na egal. Was ist das? Der steht genau vor der Tür. Wie uncool. Das ist mein Ur-Ur-Ur-Urgroßvater Isaac Shepherd. Er war einer der vier Gründer und nach ihm haben sie die Stadt benannt. Warum findet es sich denn nicht an der Wand? Hallo, Isaac Shepherd. Und versuch mich. Ja, das haben wir schon. Das war's? Nennst du nicht? Oh, doch, das ist was. Verschiebe das Regal, Alex. Wenn ich recht bedenke, schieb's wieder zurück. Oh Mann. Zeichnung erhalten. Diese Zeichnung besagt. Nehmen Sie, was Ihnen nicht gehört, dann dehnt er Ihre Haut, bis Sie reißen, das Blut fließt. Ach du heilige Scheiße. Machen wir frei. Aha. Meine Güte. Es laggt. Na komm, mach was. Danke. So. Hier ist das, was er gesehen hat. Und hier befindet sich noch ein Foto. Mom und Richter in Holloway bei einer Unterhaltung in unserem Haus. Das sieht wie ein Schlüsselloch aus. Ja. Cooler Mechanismus. Da will ich rein. Denke ich mal.
sieht so vertrauenserweckend aus, dass ich da reingehe. Und ein Erste-Hilfe-Kasten. Yay! Und ein weitläufiger Tunnel. Zweitläufig. Und da steht eine Nerds. Da stehen zwei Nerds. Das finde ich. Nee. Nicht so cool hier. Eine nach dem anderen, Ladies. Aua. Das sah sehr schmerzhaft aus. Das sah auch sehr. Au. Aua. Das sah definitiv schmerzhaft aus. Aua. Alex, hör mal. Manieren hast du aber nicht hier. Nee, Alex. Also an den Manieren arbeiten wir nochmal. Was ist das denn? Ein Bäumchen. Süß. Was ist das? Dieses Buch sieht sehr alt aus. Die Seiten sind alle zerfetzt. Ich kann den Text kaum lesen. Um das Ziel zu erreichen, einen perfekten Weg zu beschreiten, mussten Regeln befolgt und deren Einhaltung durchgesetzt werden. Und jedes Mitglied, was sich diesen Anordnungen widersetzt, soll man sich schnellstens wirksam kümmern. Und zwar im Hinblick auf die Gemeinschaft. Das soll den Wohlstand auch in der Zukunft sichern. Es ist daher unverzichtbar, dass ein legitimer Waffenmeister bis zum letzten Tag seines Lebens nicht von der Verantwortung zurückschreckt, seine Macht anzuwenden. Im Namen des Herrn, so soll es sein. Ja. Nachdem die Wahrheit der Anhänger des ehemaligen Glaubens zerschmettert wurde, ist es von großer Bedeutung, dass eine Person die modernen sektierischen Rituale für deren Erschaffung und Schutz wir uns so gequält haben, bewahrt und pflegt. Nach Antritt auf diesen Posten soll der Meister der Rituale eine Pilgerreise an den Rand der verlassenen Region machen, um sich von den Sünden der Vergangenheit zu reinigen. Dort wird er auch die Vorväter um Vergebung und Verständnis bitten. Im Namen des Herrn, so soll es sein. Ach du Heiner. Um den Weg weiter zu verfolgen, den wir eingeschlagen haben, ist es von größter Bedeutung, dass sich die Menschen auch an den zurückgelegten Weg erinnern können. Dazu müssen wir ständig akkurate Aufzeichnungen über die Vergangenheit führen, die sie aktualisieren und sie hegen und pflegen, ohne dass Außenstehende sie gefährden können. Sobald dieses Wissen übertragen wurde, soll der Hüter des Wissens sich in ein reines Heiligtum zurückziehen. Dort soll er sich ausschließlich der Geschichte der Gründer widmen. Im Namen des Herrn, so soll es sein. Zur Verteidigung der Lehren ist es erforderlich, dass eine Person allein über die Bestrafung von Mitgliedern befindet, die von dem Weg abgekommen sind. Diese Urteile müssen im vollen Verständnis der dargelegten Gesetze vorgenommen und ohne Vorurteile vollstreckt werden. Der Vollstrecker der Gesetze darf seine Verantwortung zur Anwendung seiner Macht nicht abgeben und muss in öffentlicher Anhörung schwören, dass er immer das Ideale des Buches ehren wird. Im Namen des Herrn, so soll es sein. Alles klar. Creepy. Untersuchen. Will haben. Den Opferdolch erhalten. Upgrade zum Messer. Prinzipiell bin ich aber gerne mit dem Brecheisen unterwegs. Aber jetzt können wir mit diesem Dolch Türen aufschließen. Ist doch cool. Gib zu, ihr findet das auch cool. Wenn ihr das nicht cool findet, keine Ahnung. Mögt ihr Science Hill nicht wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Oh, Lampe. Lampe. Weg. Random nach rechts abgebiege. Bringt uns gleich weiter. Noch links. Nach rechts. Boah, nach rechts sieht doch toll aus.
eine Stange. Da ist nichts. Da ist das Schaben in der Sackgasse. Ich weiß nicht, wo ich bin, aber ich laufe im. Oh ja, hier geht's bestimmt lang. Das sah so versteckt aus. Und, oh ja. Außerdem haben wir Lampen. So, warte. Da geht's nicht runter. Und hier hat jemand scheinbar gearbeitet. Wer würde denn hier bitte schön arbeiten? Ja, wir klettern nach oben. Ohne eine Ahnung zu haben, was auf uns warten könnte. Wird. Sowieso. Ja, sehr anfällig bei schweren Angriffen. Ein schönes Bild. Nein, eigentlich. Ach, keine Ahnung. Ich hab den auch schon abgetrennt mit einfachen Schlägen, meine Güte. So ist ja nicht. Ja. Wir kommen in einem Grab wieder raus. Super. Ist hier irgendetwas? Tatsache. Ein Bild. Eine Zeichnung. Die Rabauken und ihr boshafter Zorn werden auch leiden. Bald schon wird er sie vernichten und in die Hölle verdammen. Du heiliger Käse. Ja, ich mag Käse. Schließ auf, mein Freund, schließ auf. Sehr schön. Schließe mir auch diese Tür auf, mein Freund. Schließe auch mir diese Tür auf. Und zwar ein bisschen zügig. Was haben wir hier? Nichts. Und ein Serum. Serum. Wir alle lieben Serum. Immer gut bei Bosskämpfen. Für den Fall, dass man. Auch für den Fall, dass man mal an Gesundheitsdrinks und so auslaufen sollte. Dass man immer noch ein Serum benutzt. Nicht immer gut. Finde ich immer gut. So, wir sind hier, wir wollen noch da. Wie gehen wir da noch? Genau. Macht doch alles Sinn. Wir sind hier, wir sollten aber da sein. Also gehen wir da hin. Ich lasse irgendeinem Grund ist das Ding zu. Also müssen wir jetzt hier durch. Was erwartet uns hier? Ein Smog. So, keine Ahnung. Komm, mach einmal die Klappe auf. So, mach du auch mal die Klappe auf. Komm schon. Komm schon. Nein. Gut. Genau. So macht man es. Auf die schnelle Art und Weise. Oh, erste Hilfe-Set. Oh, Schrotgewehr-Munition. Passt doch. Passt doch, dass ich das benutzt habe. Ach, klingt, als wäre dann noch so ein Ding. Jo. Na komm. Mach weiter. Hat aber süß gemacht. So. Weiter geht's. Denn dann schaffe ich es noch abzuspeichern. Das wäre toll. Endlich prima. Dann könnte ich nämlich diese Aufnahmesession beenden. Ja. Genau. Hier lang. Durch diese Tür. Durch diesen Gang. Genau. Hier. Finden wir nämlich auch nochmal was. Da hatte ich ja gehofft, dass ich hier durchgehen könnte, einfach mal so, aber das Haus war ja blockiert, also kam ich nicht auf. Hier finden wir die Chrome Hammer Pistole, ein Upgrade zur Pistole. Was, mir persönlich dann gefällt. So, und hier speichern wir jetzt auch, und das war's dann fürs erste. Oh ja, das hieß tatsächlich, ich hab's auch immer so genannt. Verschollen, ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Silent Hill 5 Homecoming. Auf Wiedersehen!